Ja, hallo Leute, nicht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Dead Island Part. Wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann, da ich hier gerade direkt am Anfang so zu euch rede, gab es wieder mal Probleme mit den Videos zu Dead Island. Ganz kurz, was ist der Faktor hier gerade? Ich habe offenbar verpennt, zwischen dem letzten Part, den ihr gesehen habt, und den ihr jetzt seht, einen Part dazwischen entweder runterzuladen oder habe ihn aus Versehen gelöscht. Was von beiden der Fall ist, weiß ich nicht, weil es ist ewig lang her, dass dieser Stream gestreamt wurde. Das war noch letztes Jahr ungefähr, so zur Sommerzeit. Deswegen weiß ich nicht, was genau mein Fehler da war. Jedenfalls habe ich den nicht auf dem PC, obwohl ich dachte, ich hätte ihn auf dem PC. Ich habe es halt erst jetzt gemerkt, wo ich die Parts am Schneiden bin momentan. Und das ist jetzt natürlich doof. Ich kann ja versuchen, aus dem Gedächtnis euch zu erzählen, was genau zwischen den Parts passiert ist. Also, wir sind beim letzten Part, also der Part, der jetzt fehlt, durch die Kanalisation endlich mal gegangen. Dort haben wir einen verrückten Emma John-Fan getroffen. Der war wirklich sehr, sehr begeistert von ihr. Hat uns über ihre Filme die ganze Zeit ausgequatscht. Dann sind wir weiter durch die Kanalisation gegangen, haben einen ultra ekligen Bereich gefunden, wo die ganzen Leichen hingespült wurden. Da war alles voller Fleischmassen, nenne ich es mal, blutiger Fleischmassen, da bin ich durchgelaufen, mega eklig. Eventuell ist es der ein oder andere von euch sogar froh, dass ich das hier dann euch nicht zeigen konnte, weil das ist nichts für schwache Mägen gewesen. Als ich dann aus dem Bereich draußen war, kam so eine Frau zu mir hin. Und hat mich zu Zombies runtergetreten. Daraufhin haben wir spezielle Kräfte freigeschaltet. Die werdet ihr noch im Verlauf des Videos sehen. Dann sind wir da raus aus der Kanalisation endlich und sind am Venice Beach angekommen. Dort mussten wir dann erstmal Leuten helfen, die in einem Diner eingesperrt sind. Und von so Muskelzombies belagert werden, und zwar richtigen Muskelzombies, nicht so wie die Malme, die wir kennen, sondern nochmal eine neue Sorte. Denen haben wir auch geholfen, aber während des Gesprächs wurde einer von denen einfach durchs Fenster raus umgebracht. Und das ist so im Groben zusammengefasst, was so beim letzten Mal passiert ist, was ich euch jetzt leider nicht zeigen kann, da ich die Aufnahme nicht mehr habe, beziehungsweise den Stream nicht mehr. Es tut mir furchtbar leid, dass mal wieder eine Folge von Dead Island jetzt hier fehlt. Ich kann nichts dran ändern, weil ich weiß nicht mal, ob ich den Part überhaupt irgendwann mal runtergeladen habe. Ich weiß, dass es eine Funktion gibt, womit man alte Videos, die man auf dem PC mal hatte und gelöscht hat, wiederherstellen kann. Das aber auch nur sehr schwer und dass es teilweise auch den PC kaputt machen kann. Deswegen nutze ich diese Programme nicht. Also ja. Ich wollte euch nur desbezüglich aufklären. Zusätzlich noch zu diesem Part. Bei diesem Stream hatte ich extreme PC-Probleme. Also das wird man noch im Verlauf des Videos sehen, aber mir ist teilweise der Stream sogar abgeschmiert, sogar der PC mit hinterher. Das werdet ihr gegen Ende merken. Und deswegen ist der Stream sogar wesentlich früher ausgefallen als die restlichen Streams. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ich jetzt zu dem letzten Part und was diese Folge betrifft, sagen konnte. Ich wiederhole nochmal, es tut mir leid, dass der eine Part jetzt bei euch fehlt. Ich kann nichts dran ändern. Ich kann aber beruhigen, alle restlichen Parts habe ich runtergeladen und zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht gelöscht, aus Versehen. Hoffen wir mal, dass es so bleibt, dass ich nicht wieder geistesabwesend bin, wie bei dem einen Part. Wie gesagt, ich habe euch ja im Groben jetzt auch aufgeklärt, was so passiert ist. Eine neue Zombie-Art hatten wir jetzt bis dahin dann noch nicht entdeckt. Aber im Verlauf der Parts kommen neue Zombie-Gegnerarten noch dazu. Aber das seht ihr ja dann. Ich wünsche euch jetzt jedenfalls viel Spaß mit dem heutigen Part. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Dead Island 2. Abend.
Ja, beim letzten Mal haben wir uns durch die Kanalisation gekämpft. Haben den Rasereimodus freigeschaltet und live gesehen, wie ein Muskelprotz jemand anderen den Kopf zerquetscht hat. Also Muskelkopf-Zombie. Nicht, dass ein anderer Mensch jetzt hier einen anderen umgebracht hat. Versteht das nicht falsch. Und das Wichtigste von allen, finde ich zumindest, wir haben jetzt endlich die Schnellreise freigeschaltet. Wir müssen immer zu dieser Karte gehen und dann könnten wir jetzt beispielsweise hier zu Beverly Hills zurückreisen und dort eine Nebenquest machen. Apropos Nebenquest, da vorne will einer was von uns. Der verschwindet heute recht früh schon wieder aus dem Bild. Weil wir reden erstmal mit denen, die hier was von uns wollen. Talk to him? No, I talk to him. One second Bud is here, next second no head, so no Bud. Man. Yeah, that was rough. You guys will be all right. You just need to watch yourselves. Oh, we need our guns, a way to like defend ourselves. But you know, you could do us a solid. Oh yeah? Like what? The police station out on the beach. We heard gunshots the other night, so went to the roof to check it out. Some gnarly Alamo tier shit, man. Cops must have holed up there because they were blasting Z's away, but then, you know, nothing, silence. We tried to radio, see if they could, like, share supplies, but we got dead air, so, you know, they're probably Z's now. I mean, we only tried 911, so maybe... Whoa. Yeah? Easy, dude. I'm on it. Cool, cool. So, das war seine Quest. Kais Händler, okay. Und jetzt seine. Take it easy, dude. You ever heard of a rest day? Tell him we'll be back. And Moose. You named them? They were my buddies. Oh, right. I getcha. When our gym got overrun, we all ran. I always told them to work on their legs. They were too slow. They remember what I did. I know it. They got nothing left to remember anything with. So why don't they leave me alone? Who knows? Maybe they could sense Bud's lingering presence. Look, I'll go deal with them, then you guys should be fine, right? Yeah. We always used to hang out at the gym or the lot behind Lenny's. You could look there. Yeah, I could. Well, if you're out there anyway. But yeah, be careful. They're both really built. Up top, anyhow. Chill, man. I got this. Das wird wahrscheinlich anstrengend. So, jetzt kann ich jetzt B zurückkommen. Monsters everywhere? Yeah, that's why we need guns. Big guns. Huge caliber guns, dude. My folks were ich gebe mein Bestes. Now I understand what rednecks mean by feeling naked when they're not carrying. Du hast doch eine Knarre. Was wollt ihr von mir? Okay. Ah, eine Anleitung, wie ich Gewehrmunition herstelle. Das bringt mir recht wenig, weil ich bisher noch kein einziges Gewehr gefunden habe. Aber trotzdem danke. So, Sicherungen füllen wir auch direkt mal wieder auf. Haben wir mehr als genug, was wir hier verkaufen können. Plötzlich sollte reichen. Mache ich hier noch 500 mit. Oder sagen wir mal 600. So, maximal ist davon gekauft. Dann packen wir uns natürlich auch noch mit Schrotmunition wieder ein. Of yours? May as well be with how often I topped up board wax at Joe's. Nick ran the smaller one. Ah, Joe's Rentals. Aber warum wollen sie von mir Knarren haben, wenn die wenn der Kai doch eine hat? Also klar, es ist nur eine Pistole, aber die Frage stellt sich trotzdem. The Dutch are a proud surfing nation. That can't possibly be true. War es nicht eine Hawaii, was die Surfer-Nation war, angeblich? Also dort sind zumindest die besten Wellen, habe ich gehört. Lagerspinde. Wir haben ja gelernt, Lagerspinde lohnen sich nur, wenn man
mehrere Spielchen machen will. Seltener Nahkampf, Perforator. Ja, das gibt ja einen starken Nahkampfboost, ne? Seltene drauf zu packen ist wahrscheinlich gar keine dumme Idee. Und ich will jetzt über die Schnellreise noch gucken, ob wir noch sonst wo eine Nebenquest haben. Ja, bei Beverly Hills haben wir halt noch eine Nebenquest. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, komm, wir reisen nochmal nach Beverly Hills und machen dort eben kurz die Nebenquest, die dort verfügbar ist. Weil ich will Nebenquesten eigentlich immer den Vorrang geben. Zur Info, was Hauptstory angeht, sind wir schon über die Hälfte. Also Hauptstory geht nicht mehr so extrem lang. Ja, ich würde gern bei Tag dorthin. So, in welchem Haus bauen wir jetzt? Ach, bei denen. Bevor du weiter singst. Learn to fly. Oh, hey! You got me the tapes, didn't you? I'm slowly sinking in, huh? Hey, thanks to you, I'm on my way back up, man. Those samples and old ideas are gonna be part of a new album, man. Big themes, big riffs. Ach stimmt, ich hab die nie abgegeben. Sex, death, undeath, badass lyrics. Well, I'm a little out of practice with lyrics, I'm not gonna lie. What are you talking about? Screaming fans, screaming guitars. Oh, hey. I gotta go to my place and get Chopper. The apocalypse needs a soundtrack, man, and Ricky Rex is gonna ride with the horsemen. All right. But I'll go, man. I can get this chopper for you. Oh, yeah? Oh, killer. Cause I got this song brewing, and I gotta keep hold of it. Oh, you need to find Misha. Chopper's locked away upstairs at my place. You gotta be careful. Cause this one time, when we didn't lock up, when the party finished, the whole upstairs was, like, empty. Totally cleaned out. So yeah, Misha, she had the key. Okay, Ricky, I'm going. You best go around the back through the kitchen. Oh, and if the band are there and, you know, milking their encore, could you send them up to the big gig in the sky? I'll rock them into the next world, don't worry. And I'll be back with the chopper. Oh, it's no use. Immer eine coole Socke. I'm just a tape without a player. Ja, ich höre dir sofort wieder zu. Wo ist denn hier überhaupt das Schnellreiseding? Ich weiß, ich bin hier irgendwo gespawnt. Aber ich will schon wissen. Ach, da hängt die Karte. Im Beniki Beach haben wir halt zwei Quests und hier haben wir, eine. Spätestens wenn wir so bei Hauptquest 23 sind, gucke ich sowieso noch einmal über die ganze Karte, ob wir irgendwo was vergessen haben. Wenn eine Party ist, habe ich ja jetzt den Raserei-Modus, um wegzuklatschen. Party is still raging. This is the place. Ich frage mich, wenn ich schnell genug bin, ob ich sie retten kann. Diese schlagringartigen Waffen, ne? Die liebe ich einfach. Einfach weil man so schnell zukloppen kann. Brauchst die Beine nicht. Wann habe ich dich getroffen? Fucking
Ich habe einen Plan. Oh, ich hab's schon ausgerüstet. Wenn irgendwas meinen Hintern will, da kann's reinrennen. Ach, du bist nur ein Geher, komm her. Hab das Feuer getroffen. Door's locked. What the crap was he rambling on about? Misha has the key. I gotta lure her to me. That gives me an idea. Ja, mir auch. Ich will nur die Möglichkeit haben, alles hier drumherum einmal in Brand zu stecken. Wenn jetzt hier die Party kommt. Auch hier mal so ein bisschen in dem Bereich. Okay, passt. Let's get this party started. Müsst euch noch einen Moment gedulden. Sorry about this. Ricky says hi. Hey, guck mal da hinten! Ja genau, guckt euch das Feuer an. Guckt es euch an. Ist es nicht schön? Das war der Bassist, stand da. I'll never skip your B-sides again. Der Gitarrist wurde gesprengt. Sehr schön. Ja, versammelt euch da. Ach, ist das schön. Mein Plan sah eigentlich anders aus. Ich wollte eigentlich schießen. Da ist was Dickes gekommen. Ich habe den Schlagzeuger gefunden. Ob das eigentlich auch die Malma hat? Okay. Jetzt wirst du zerlegt. Ja, der Rasereimodus war definitiv nötig. Nein. Wer von euch ist Misha? Ach, der Schreier jetzt wahrscheinlich. Ja, passt ja zu einer Sängerin, ne?
Halt die Klappe, Misha. Muss Mull noch mal aufräumen, eben kurz. So, alle erledigt. Danke für die freundliche Spende, Misha. Ich glaube, ich habe die ganze Nachbarschaft gerade ausgerottet. Die Firma dankt für diese Spende. Jackpot. Wonder if Ricky has a golden toilet up here. Bestimmt. Die größere Frage ist, darf ich sie dann benutzen? Oh, eine Kiste. Ein Sportgewehr. Na, gleich, ich gleich. Ich glaube, ich habe den Pianist gefunden. Ich hatte damit gerechnet, dass hier was lebt, aber ich habe mit dem am Klavier gerechnet. Nein, danke. Ach, noch einer von denen. Chopper's gotta be around here somewhere. Ich bin nicht da unten, ne? Oh, mein Nagelmagazine. Oh, Magazin. Hier wird Party gefeiert. Darf ich die Gitarre mitnehmen? Der eine oder andere Fan gibt bestimmt eine ordentliche Stange Geld dafür. Dieser smartische Teufelskerl. Betrefft Tierverleih an Ricky Wax. Okay, zur Direktorin. Sehr geehrte Mr. Wax, danke für Ihre Anfrage. Leider muss ich Sie darüber informieren, dass wir unsere Tiere nicht zu Zwecken der privaten Unterhaltung vermieten. Dies würde den ethischen Richtlinien unserer Einrichtung zuwiderlaufen. Meines Wissens ist zudem bislang auch keinem Affen ein erfolgreicher Fallschirmsprung vom Rücken einer Giraffe geglückt. Ich würde Ihre Aufmerksamkeit gleichwohl gerne auf das Tierschutzgesetz lenken. Sie anderen, ich bin sicher, wir stimmen darin überein, dass das Wohlergehen von Tieren wichtiger ist als das Amüsement von Idioten. Mit freundlichen Grüßen, Zoe Agnelli, die Zoodirektorin. Dass sie sich nicht mal zurückhält und ihn direkt Idiot beschimpft. Immer diese backigen Stühle. Nur falls einer von denen nochmal Stress machen will. Er braucht Türen. Ist das ein Wasserbett? Einfach einen Dropkick geben.
Das funktioniert immer. Oh, der hatte was bei sich. Leichenbombe. Hier. Puff, macht der Zombie im Rasereimodus. Im Rasereimodus getötete Zombies gehen in einer mächtigen Explosion in die Luft. Das wäre eine sehr starke Verbesserung für den Rasereimodus, ja. Aber ich nutze den recht selten bisher. Bleibt ruhig da liegen. Lasst euch von mir nicht stören. Ey, meine Damen, wusstet ihr zufällig, wo Chopper ist? Also ich meine jetzt nicht den von One Piece. Danke für die Keule. Oh, da unten will noch was Stress. Hey, Chopper. That's gotta be it. Hä? Wie, was? Ach so. It is a sick looking guitar. Wusstest du nicht, wohin? Ich brauche den Schlüssel vom Türsteher. Wie seid ihr hier hochgekommen? Oh, you got Chopper! Killer! This is it, New Dawn! Oh. Did you, were the band? They went out partying like it's 2099. That's, they would have wanted that. I'm gonna write them a song for the new album. Slam to the Slaughter. You're making a new album? Yeah, check this out. One man and one woman and her pain in the ass daughter on a quest through the apocalypse to put a band together. Playing music so spine-shakingly epic, the zombies' heads literally explode. That's one way to save the world. But hey, make Jesse your tour manager, okay? You need her if you're gonna stay alive. Yeah, that works. Ist die einzige, die normal denkt hier. You really helped me out. Oh, I got this big sword I used on the Knights of the Sound Fable tour. You want it? Fuck yeah! Gods and whiskey. Okami und Whisky. The King of Rock will rise again. Well, that sounds like something his queen needs to take care of, doesn't it? Oh yeah. Hören sofort weiter. I think I ought to play a fanfare on the royal trumpet to announce that the king is coming. Oh, I fucking love you. Shall we join to the royal? Meint ihr nicht, ihr habt andere Probleme? Ihr werdet die Privatsphäre niemals bekommen, die ihr gerade erwünscht. Okay, es hat gut was an Schaden. Ich kann ja das verschrotten. Und dann die Mods da drauf packen. Man kriegt ja ein Großteil zurück, was man ausgegeben hat. Agilität. Oh, das ist sehr praktisch. Okay, aber vom Prinzip her haben wir hier jetzt die Nebenquest gemacht. Hier sind noch richtig viele Saves, die geöffnet werden müssten.
Ich weiß, dass mir die Schlüssel dafür fehlen. Was die Schlüssel da angeht, ich habe ja gesagt, ich würde so ein bisschen später nochmal gucken, dass ich eventuell die ganzen Schlüssel noch irgendwie einsammle. So, das würde ich als nächstes in Angriff nehmen. Dr. Reed, do you copy? I copy. Where are you? Ich hatte gerade irgendwie keinen Sound. Okay. I know it can't be easy out there. Don't worry, this won't take a minute. Be on my way soon. Well, for God's sake, be careful. We need you. Ich denk dran. So, die Polizeiwache ist in der Richtung. Kann ich euch wenigstens durch den Schauten durchschroten? Danke. Ich höre doch, dass da noch einer ist. Ach, egal. So, drum gekümmert. Nein. Ach, ist das schön, ihre Köpfe rollen zu sehen. Mein Gott, ihr dürft doch nicht den Kopf verlieren. Ihr müsst einen kühlen Kopf bewahren. Jungs und Mädels. Okay, hier in dem Geschäft ist einfach mal gar nichts. Halt die Klappe! Muskelheinis, die müssten ja eigentlich hier auf dem Parkplatz auch rumgammeln, ne? Die Freunde von dem einen. Ich finde mit Abstand die Schreie am nervigsten, falls ihr mich das übrigens fragen wollt. Also von den Special Zombies. Die anderen, die finde ich alle nur halb so schlimm. Okay, ich könnte hier was unter Strom stellen. Weil beispielsweise bei dem Malmer, da brauchst du ja einfach nur hüpfen, während der seinen Schlagangriff macht. Das nenne ich mal einen Anschlag. Ich habe das Fitnessstudio, glaube ich, gefunden. Oder? Nee, das ist ein Fahrradshop. Ist ja dasselbe, ne? Ich sehe da keinen Unterschied. Ach, das hier ist die Polizeiwache da vorne. Die Schreie nerven mich deswegen am meisten, weil wenn die einmal schreien, hast du direkt eine ganze Armee am Arsch kleben.
verbrennen mal eine Runde, Fadi. Danke. Habe ich schon 50 von denen umgebracht? Nee. Keilerei. Hier, töte 50 mal immer. Wo komme ich rein? Oh, wie gern würde ich jetzt eine Runde schwimmen gehen. Ist doch bestimmt nicht zombieverseucht das Wasser. Ah. Okay, how many zombie cops are hiding in here? Wenn es auch nur halb so viele sind wie hier gerade irgendwie vor der Tür stehen, dann viele. Ich weiß genau, auf wen ich schießen muss. Diese Sprenger, die finde ich zum Beispiel auch richtig easy, weil sie mir eigentlich sogar mehr helfen als alles andere. Ich kann sie ja immer in die Gegner reinschubsen und dann sprengen sie die Gegner für mich weg. Es war so klar, dass einer von euch auf dem Klo sitzt. Aua! Ich hab nicht gesehen, dass der Boden unter Wasser steht. Hab mich gerade selbst geschockt. Okay. Wir kennen das Prinzip hier. How do these things work again? Ich habe jedenfalls irgendwas gerade aufgemacht. Ihr habt nichts gesehen. Ach, hier auf dem Klo ist auch eins. Hello, friendly civilian here. Ja, der Zivilist ist freundlich, aber die Polizisten nicht. Okay, hier komme ich schon mal rein. Aber warum benutze ich nicht mal meine neue Waffe? Okay, ich brauche Angriffsgeschwindigkeit bei der Waffe. Ist ja ends langsam. Ja, okay. Bei mir hatte ich gerade auch einen FPS. Ich weiß auch nicht, was da ist. Also, ich habe heute auch so ganz leichte Lags. Ich gucke gerade mal ganz kurz. Vielleicht habe ich ja irgendeine Bewegungsunschärfe an. Wenn ich halt auf die eindresche, dann wird es ein bisschen unscharf. Ach, warte, habe ich die Waffe jetzt aufgehoben? Nö. Löste zu Zelle 02. Jetzt weiß ich, warum sie dich eingesperrt haben. Warum ist hier schon wieder alles unter Wasser? Ein taktisches Schwert. Autschen. Nee, dann nichts an dir, weil ich habe keine 1 FPS. Oh, ich sehe es aber gerade bei OBS. Warte. Aus irgendwelchen Gründen hat gerade OBS Probleme. Das ist das Problem. Wann hat denn das angefangen? Also ich habe nichts an meinen Einstellungen umgestellt. OBS hat gerade irgendwie Probleme mit der Codierung. Ich habe gerade in OBS reingeschaut. Jetzt sind die Probleme gerade nicht mehr da. Aber schön, dass du mich darauf aufmerksam machst.
Ich bewege mich noch mal ein bisschen und achte dabei jetzt gerade mal ein bisschen, ob das wieder leckt. Kann ich ja mit drauf achten. Also hier ist die Framerate auf Maximale. Das lag gerade in OBS. Auf jeden Fall. Weil da war irgendwas mit der Codierung gerade. Danke. Officer Swanson, bitte bleiben Sie da hinten. Freut mich, wenn es wieder anständig läuft. Mann, was für eine einsame Toilette. Das ist die Tür, die ich öffnen will. Hier können wir ja schon mal aufmachen. Eine Sturmschrotflinte. Ist gekauft. Ja, so kennt man die Polizei, ne? Von Amerika. Bis an die Zähne bewaffnet und schießen auf die Unschuldigen. Was? Wer hat das gesagt? Ja, ich habe doch jetzt eine Waffe gefunden. Muss ich noch mehr finden? Dafür brauche ich was Spezielles. Pa-pa-pa-lop-top-ta. Auf jeden Fall danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich hätte es sonst nicht gemerkt. Ich will die Hauptquest gerade gar nicht machen. Ich will erstmal die Nebenquest machen. Warum kommen die jetzt alle rausgekrochen? Andere Frage, wie komme ich da rein? Stacheldraht. Hier spielen wir damit, Gunther. Ah, ich verstehe wie. Ich brauch da nichts mehr machen. Der kokelt jetzt mal bitte eine Runde lang. Erstmal gucken, ob hier oben noch was ist, eventuell. Blaue Entscheidung. Observation. Abschussliste. Alle bestätigten Abschüsse bringen doppelte Punktzahl. Neue Ziele nur per Abstimmung. Neil Riffet, Mona Mahorn, Slaywatcher Brody. Netter Kerl, warum kommt der nicht mal näher? Der europäische John Rain hat den Gang echt drauf. Jetzt nicht mehr. SK8R-Typ, Olli Fix. Die Schwester aus Duck Duck Boom. Die lustige. Die Tattoo-Lady, schade ums Gesicht.
Groover vielleicht. Ja, Doc und sein kleiner Freund Roach. Rosa de la Cruz. Eichhörnchenschnauze. Captain Pedantisch. Ohne Haut und jetzt auch ohne Kopf. JJ aus diesem zweiklassigen Sportsender. Genie Puckett. Rip. Eine Legende. Der Riesenpole. Ich finde die Liste einfach nur lustig, ne? Ich denke mal, die, wo der die Echse hat, die hat er schon abgeschossen. USA Eigengewächs. Markus Deli. Magnus Sigurdsson. Für den bräuchte man ein Elefantengewehr. Die Eingertante. Irrer Blick. Billy O'Neill. Ist das Bodypainting? Der Donutkönig. Taubenfütterer. Peitschenzopfgirl. Wapisch. Boah. 66. Muskelprotz Nummer 1. Der mit dem Tattoo. Muskelprotz Nummer 2. Der ohne. Und der Gitarrist von Silver Lake. Rest in Peace. Was für eine geile Abschlussliste. Ich mag die Kommentare, die er dazu geschrieben hat. Für jede einzelne Person. Ach, hier wäre eine Sicherung hin. Ist hier irgendwo eine Sicherung zum Rausnehmen? Muss uns eine in der Gegend finden. Wahrscheinlich ist hier irgendwo auf dem Dach eine. Also so eine von diesen dicken Sicherungen. Die feiern alle über das Hausdach, oder? Guck mal, der ein oder andere scheint hier oben sogar zu wohnen. Warum? Ah, ich brenne. Ah, deswegen. Ich gehe einfach mal außen rum. Ein Hackmesser. Danke für die Schrotpatronen. Ich suche aber eigentlich so eine dicke, fette Sicherung. Die hier eventuell irgendwo rumliegt. Kann ich von hier sonst noch auf ein anderes Haus? Wenn ich gut bin, wahrscheinlich darüber. Warum ist er jetzt nicht gesprungen? Okay. Ich komme hier nicht hoch. Ah, da haben wir unsere Sicherung. So, jetzt habe ich ja hier eine Sicherung. Wie bist du hier reingekommen? So, rein damit. Jetzt müsste hier doch alles offen sein. Oder hat das nur die Tür geöffnet? Ey, magst du mir mal die Tür öffnen? Bist du so nett? Dann halt nicht. Aua. Ich will den Drachentöter gar nicht machen.
Zumindest jetzt gerade nicht. Ja, ich weiß, du willst aufstehen. Oder auch nicht. Hallo? Der Tod kommt von oben. So, und da ist was Geiles drin. Ja, da ist ein richtig geiles Ding drin. Hier wird Strom benötigt. Ich könnte mit dem Elektrozeug draufhauen. Warte mal, folgen wir mal eben kurz dem Kabel. Wissen wir, von wo es aus Strom haben will? Hä, wieso ist die Sicherung jetzt schon wieder draußen? Ich hab die doch gerade erst eingesetzt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aua. Ja, ich merke euch auch. So, ich habe es von hier aus rüber geworfen. Die müsste jetzt hier liegen. Aua. Ich kann die Waffen ja gleich zurückbringen. So, jetzt noch mal. Auch teilweise effektiver, einfach drauf zu kloppen. Habe ich kurz gefragt, warum wird der nicht geschockt? Schon wieder Inventar voll. Ciao. Da mache ich gleich auf. Wir haben den Saftbarschlüssel. Da, der Saftbar-Safe. Ein bisschen Geld. Dafür hat sich doch jetzt der ganze Schmarrn hier gelohnt. Für das kleine bisschen. Nö, Leute. Jetzt kann ich wieder zurückgehen. Dann können wir uns um Muscle Beach kümmern. So nenne ich das jetzt mal. Macht Trend eine Freude. Oh, soll ich mich bücken? What did Bud say? Giant fucking roid soaked monsters everywhere? Sup? Rejoice. I bring much of firepower. Sweet. Where'd you find it? Where'd I what now? The police station. Dude, you lifted from a police station? You're crazy, man. You told me to check it out.
I say dumb shit all the time, yo. I don't listen to me. Don't you know that place is haunted by zombies? All right. Well, the guns are here now, so take them. Oh, well, thank you very much, Kibutsky. But it's only fair if I trade you for it. So, here. 500 und 3000 EP. Für die EP, Kumpel. Für die EP. Dafür habe ich jetzt eine Stunde verschwendet. Na gut, hauptsächlich eher für das andere. So, ich hätte gerne eine weitere Sicherung. So, hier ist eine Sicherung. Nur von der anderen Seite öffbar, aber wofür habe ich das denn jetzt gemacht? Kabel folgen. Einmal von oben gucken, wo das Kabel hingeht. Es geht hier quer rüber. Angeblich, ja, ich sehe es, ganz dünn. Wofür genau habe ich da jetzt eine Sicherung reingepackt? Nicht nur, damit ich die Tür hier von innen aus öffnen kann, oder? Absolut lächerlich. Wir haben das ultimative Katana bekommen. Also dieses Katana, was der eine mir gegeben hat, der Ricky, ist irgendwie nicht so geil. Aber ich würde gerne einmal ganz schnell das andere Katana, was ich gerade eingesammelt habe, verbessern. Spritzzone. Ich habe da gerade gar keinen Kotzbrocken getötet. Hä? Manchmal ist das merkwürdig. Ich denke, irgendwo auf der Karte stirbt wahrscheinlich was und ich kriege den Erfolg dafür. Obwohl ich eigentlich nichts damit zu tun habe. Aber ich denke mir wirklich, die Sicherung, die hätte ich mir schenken können. Ich habe gar nicht auf den Schaden jetzt geguckt. 515. Das ist ordentlich. Wie schnell hast du mich denn gegriffen? Ja, das nenne ich um. Fürs Medikit. Ich hinterfrage jetzt mal nicht, warum mir der PC gerade abgestürzt ist, ne? Ich hinterfrage es einfach mal nicht. Ich glaube, ich rufe mir mal dem nächsten Techniker, der mir mal den PC überprüft. Irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung. Also der stürzt in letzter Zeit relativ häufig ab. Kann ja nicht so weitergehen. Ich entschuldige mich jetzt dafür, ich starte sofort Spiel neu. Ich starte auch gerade den Avatar, ja, wie ihr sehen könnt, neu. Ich kann gerade auch mit der Tastatur nicht aus dem Menü hier raus. Okay. Wir bleiben einfach mal hier in dem Bildschirm. Also, ich weiß nicht, was für Probleme mein PC gerade hat und welche Probleme Dead Island hat. Es macht so jedenfalls keinen Sinn, weiterzuspielen, wenn er den Controller nicht mal ansatzweise annehmen will. Also, machen wir hier heute schon Schluss. Es tut mir leid. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal gucken, was bei mir den Absturz verursacht hat. Eventuell kann ich das Problem lösen. Eventuell muss ich mir wirklich einen Techniker rufen, der da mal drüber guckt.
Hoffentlich dann einen billigen. Der dann trotzdem sein Fach versteht. Ebenfalls an der Stelle hoffe ich, dass es euch trotzdem heute hier gefallen hat. Wenn ja, ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen. Ein Follow auf Twitch. Und von YouTube verabschiede ich mich als erstes, weil ich nach wie vor gerade massive PC-Probleme habe. Kann auch sein, dass ich demnächst mal den ein oder anderen Stream deswegen ausfallen lasse. Jedenfalls, YouTube sag ich zuerst. Ciao.